Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Aloha zu unserem Tagesimpuls vom 17. Juli. Unsere Siegel für heute sind Kri, das zweite Siegel, ist Lemati und das dritte Siegel des heutigen Tages ist Karina. Wunderbar. Ja, heute dürfen wir wirklich unserer Essenz vertrauen, dem, was wir in uns wirklich entdecken, was in uns lebt, wirklich das ins Vertrauen bringen. Ja, und diese Erhabenheit, diese Größe, diese Göttlichkeit wirklich leben. Ja, das ist ja das, was uns so schwer fällt, wenn wir gesagt bekommen, dass wir eben, wenn Jesus sagt, das, was ich getan habe, das könnt ihr auch tun, ja, dass wir gottgleiche Schöpfermacht haben und all das. Ja, das fällt uns ja so wahnsinnig schwer, das klingt so schön, dass es so ist. Und wenn wir irgendwas Wunderbares manifestiert haben, dann freuen wir uns wirklich auch von Herzen darüber und erahnen, dass es so ist. Und kriegen einen Vorgeschmack auf all das, aber wie leicht oder wie schwer fällt dir das wirklich, das anzunehmen, dass es so ist? Ja, wie oft verfällst du vielleicht in dieses Gefühl, boah, ja, ich bin noch nicht so weit, ich bin auf meinem Weg, aber ich bin noch so weit davon entfernt, der oder jene ist sehr viel weiter und ich bin so unfähig. Ja, so hatte ich neulich auch mal irgendwas nichts hinbekommen. Im Garten musste ich was installieren und das hat nicht funktioniert. Dann habe ich auch gedacht, boah, ich bin so unfähig, ja. Da habe ich mich so über mich selbst geärgert, dass ich das nicht hinbekommen habe. Und habe dann danach gemerkt, wie gehe ich eigentlich mit mir um? Es war dunkel, ich habe nichts gesehen. Ja, am nächsten Morgen war das eine Kleinigkeit. Und das sind oft so diese Aspekte, wo so ein tiefer Schmerz in uns noch lebt, der uns dieses einredet, diese Stimme, dass wir unfähig sind, ja, eben nicht vollkommen. Und in den Momenten fühle ich mich zumindest weit entfernt von meiner Göttlichkeit und von meiner Vollkommenheit, wo ich denke, ich kriege noch nicht mal das kleinste Irdische gebacken. Und wie soll ich denn da irgendwas Großes manifestieren? Ja, und das ist das, was aus unserem Unterbewusstsein ganz, ganz tief auftaucht, wenn wir bestimmte Triggerpunkte einfach erleben. Ja, vielleicht bei mir war das Überforderung, es war spät und der Wind hat was kaputt gemacht sozusagen. Ich wollte das mitten in der Nacht hinbiegen, auf gut Deutsch gesagt. Ja, und das war ein Moment der Überforderung, einfach auch der Schwäche. Und in dem Moment kommt dann so eine Stimme, die sagt, du bist so unfähig, irgendwas Altes aus meinem System, woher auch immer das kommt. Und diese Punkte, vielleicht möchtest du dich heute einfach mal fragen, was trennt dich von deiner Vollkommenheit? Was trennt dich davon ab? Welche Überzeugung, welcher Glaubenssatz? Ja, was ist es, was dich glauben lässt? Du bist nicht vollkommen, du bist nicht göttlich, wenn du dich heute beobachtest, ja, vielleicht hast du das auch von jemandem übernommen, vielleicht hat dir das auch jemand gesagt, ja, das kann auch oft sein, dass wir das in unserer Kindheit oder in Partnerschaften gesagt bekommen haben oder manchmal ist es auch wirklich was, ja, bei uns, die Frauen, die haben alle das und das, die Männer haben alle das und das in unserer ganzen Familie, das war schon immer so. Ja, und man geht dann oft so in dieses Übernommene und überträgt das automatisch auf seine Kinder. Und alles, was wir in uns selbst erlösen, erlösen wir automatisch in unseren Ahnen und in unseren Kindern automatisch und sowieso für das große Ganze. Aber welcher Glaubenssatz, welche Überzeugung, was auch immer dich trennen mag, wenn du dir die Frage stellst, ich bin göttlich, ja, dann schau einfach mal, in welchen Aspekten du dich göttlich fühlst und in welchen vielleicht nicht. Und genau diese hilft uns Kri heute zu erlösen, ja. Kri ist wirklich das Siegel, das Traumatas auflöst, das Schwüre, Gelübde, Flüche, Glaubenssätze, ja, unsere Programme eben auflöst, die uns davon hindern, die höchste Vision von uns selbst zu leben. Und das ist die Vollkommenheit. Kri ist dieser Schleier, ja, der den Vorhang einfach aufmacht und uns klar sehen lässt. Kri hilft uns, dass wir unser Leben aufgrund von unserer Göttlichkeit manifestieren und nicht aufgrund unserer unerlösten Programme. Ich bringe oft dieses Beispiel, ja, wenn wir uns etwas wünschen, eine glückliche Beziehung, materiellen Wohlstand, Gesundheit und so weiter,
dann stellen wir uns das vielleicht vor, dann visualisieren wir das, gehen in der Meditation in dieses Bild und wundern uns, warum es nicht kommt oder warum es vielleicht kommt und aber ganz schnell wieder verschwindet. Und das liegt einfach daran, weil unser Unterbewusstsein gegensteuert, wenn wir ganz tief in unserem Unterbewusstsein glauben, dass wir das nicht verdient haben, was wir uns wünschen, dann werden wir genau das manifestieren, das Gegenteil von dem, was wir uns wünschen. Und Kri hilft uns damit, diese unerlösten Programme zu erlösen, auf das wir eben aus der Herzenergie, aus der bedingungslosen Liebe, aus unserer höchsten Version von uns selbst heraus das Leben manifestieren, was wir uns wünschen. Das ist ganz, ganz kraftvoll. Also Kri ist heute wirklich auch nochmal eine weitere Reinigung des gestrigen Tages. Ja, und mit Lemati dürfen wir wirklich auch diesen Schmerz heilen, der uns das glauben lässt, dass wir das eben, dass ich unfähig bin, ja, dass ich dieses und jenes nicht verdient habe, dass eben das nur für andere gilt, aber eben nicht für mich. Vielleicht bin ich ja doch außen vor, vielleicht trifft es ja doch auf mich nicht zu, weil ich ja doch ein bisschen schlechter bin als alle anderen. Ja, und da hilft mir dann immer der Satz, wenn ich solche Gedanken habe, so wichtig bist du auch wieder nicht, ja, dass du die Schlechteste von allen sein musst. Das ist ja dann dieser sogenannte negative Heiligenschein. Ja, und das resultiert natürlich solche Überzeugungen, solche Schmerzen aus tiefen Wunden, die wir eben oft aus alten Leben mitbringen, die oftmals auch in unserem Thymuschakra gespeichert sind. Unser Thymus ist unser höheres Herzchakra. Unser Herzchakra speichert alle Wunden, die wir erlebt haben. Unser höheres Herzchakra, der Thymus, ist an sich von Wunden frei, es sei denn, sie sind eben spiritueller Art. Das bedeutet, wir wurden in unserem Gottvertrauen verletzt. Ja, so dieses Gefühl von Gott verlassen worden zu sein. Und ja, und genau diesen Schmerz, ja, dieses Getrenntsein, es ist dieser lemurische Schmerz und auch der atlantische Schmerz, ja, von dem ich oft schon gesprochen habe, das hilft uns eben Lemati aufzulösen, dieses Gefühl von der Quelle getrennt zu sein und dadurch von mir selbst getrennt zu sein. Ja, wenn ich von der Quelle getrennt bin, bin ich von mir selbst getrennt, dann spüre ich mich nicht mehr, dann fließt die Intuition nicht mehr, dann bin ich verloren, ja, und das kommt aufgrund, ja, dieser Schmerzen und weil uns das auch Lemati hat ganz viel zu tun eben mit der weiblichen Energie, die natürlich Männer genauso haben. Wir haben beide Energien immer in uns. Und diese Hingabe, ja, diese Hingabe an die innere Stimme, an die Intuition. Und wie viele, ja, Jahrtausende kann man fast schon sagen, wurde das Weibliche unterdrückt. Wir sind mittendrin in dieser Befreiung. Für mich geht es in dieser ganzen Zeit, in der wir alle gemeinsam erleben, was wir erleben, wirklich um die Befreiung dieser weiblichen Energie, die zurückkehren darf, diese Anbindung an das Göttliche, die Intuition, dieses Fließen, diese Hingabe an die innere Stimme. Ja, und wenn uns wirklich Jahrhunderte, Jahrtausende lang eingeredet wurde, dass es Quatsch ist und dass es Schwäche ist und dass es besser kontrolliert werden muss, die Dinge, ja, dann glauben wir am Ende, dass wir eben unfähig sind, dass wir noch nicht so weit sind. Und das trifft auf Männer und Frauen gleichermaßen zu. Ich möchte das jetzt nicht eben am Geschlecht festmachen. Und Lemati hilft uns eben, diesen Schmerz zu heilen und in die Hingabe der Liebe zu gehen, uns anzulehnen an das Große, ja, um über uns selbst hinauszuwachsen. Ja, und mit Karina sind wir ganz, ganz herzlich eingeladen, ja, unsere göttliche Reinheit zu leben, unser Gottsein, unser Ich Bin, unsere Vollkommenheit, dass wir das wirklich annehmen dürfen, unsere Erhabenheit, ja, die Priesterin in uns, den Priester in uns, ja, den Weisen, den Heiligen, den Erhabenen, diesen Kern, dass wir diesen Kern und diese Gottgleichheit, wie wir das auch immer zum Ausdruck bringen möchten, dass wir genau das leben dürfen. Das ist Karina. Das ist ein sehr, sehr kraftvolles Feld heute, das uns hilft, unsere Göttlichkeit zu leben. Und genau dieses Bewusstseinsfeld, das jedes Wesen befähigt und ermächtigt ist, die eigene Göttlichkeit zu leben, das möchte ich jetzt mit allen lieben Verbundenen initiieren. Om Kri, Om Lemati, Om Karina. Om Kri, Om Lemati. Entschuldigung. Om Karina. Om.
Om Lem Mati. Om Karina. Om Kri. Om Lem Mati. Om Karina. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, an dem du wirklich deine eigene Größe und Erhabenheit entdecken und fühlen kannst. Und wenn dir der Impuls gefallen hat, dann freue ich mich sehr über dein Gefällt mir, wenn du meinen Kanal abonnierst und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit du automatisch die Impulse geschickt bekommst. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siege erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs Warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.